Ja, wie ist es denn dann zu diesem Fehler gekommen? Vielleicht jetzt einfach die Frage an den Wissenschaftler, an Herrn Neitzel. Wie ist es gekommen, dass so viel verkauft worden ist und jetzt plötzlich die Kommunen feststellen, sie haben nicht die Wohnungsmasse, mit der sie jetzt auch die Probleme der Wohnungsnot relativ schnell in den Griff bekommen könnten? Gut, zum einen war es so, als diese Verkaufswelle so Anfang dieses Jahrhunderts, sozusagen 2003, 2004 begann, konnte man ja nicht absehen, dass 10 Jahre später, wie Herr Wild es ja auch schon geschildert hat, die Nachfrage gerade nach Wohnen in den großen Städten so stark anziehen würde und dann auch zu diesem hohen Mietenanstieg, zu den Mietpreissteigerungen führen konnte. Und natürlich haben auch Kommunen unterschiedliche Rahmenbedingungen zu beachten. Und so hatte man natürlich in einigen Städten für sich überlegt, dass es sinnvoller ist, auch die kommunalen Haushalte zu entlasten und dann Wohnungsunternehmen entweder komplett am freien Markt zu veräußern oder eben auch im Konzern Stadt an Tochtergesellschaften, Schwestergesellschaften, Stadtwerke beispielsweise oder auch Sparkassen, so ist es ja teilweise geschehen, zu veräußern. Allerdings, glaube ich, haben einige Städte, als es dann so ab 2008, 2009 auch erkennbar war, dass damit Einflussmöglichkeiten verloren gehen. Nicht nur Einflussmöglichkeiten auf die Höhe der Miete, sondern auch bei der Entwicklung von Quartieren, von Stadtteilen beispielsweise, wo ja dann auch viele kommunale Wohnungsunternehmen sich mit engagiert haben, dass es vielleicht sinnvoll ist, die Bestände eher zu behalten. Unabhängig davon, wie man auch die Situation der Mieter dann beurteilt. Es gab ja verschiedene Sozialkarten, die vereinbart wurden, um dann auch Mieterrechte sicherzustellen. Ich weiß nicht, ob wir da auch nochmal drüber sprechen wollen. Nur jedenfalls, zum Teil kann man das nachvollziehen, aber natürlich ist es so, dass jetzt gerade in den großen Städten, die veräußert haben, Spielräume, um auch Mieten zu dämpfen, dadurch eingeschränkt wurden. Herr Wild? Ja, vielleicht muss man noch hinzufügen an der Stelle, dass es im Grunde auch durchaus eine verfehlte Wirtschaftspolitik war, weil die Ursache, wie Sie ja richtig gesagt haben, Herr Neitzel, ist ja im Wesentlichen der Versuch gewesen, die kommunalen Haushalte zu sanieren über die Veräußerung. Und manche Kommunen, wie zum Beispiel Berlin, standen ja 2004 fast vor der Insolvenz. Und in dieser Situation, wo die Kommunen schlecht ausgestattet waren mit Geldern, das wiederum das Ergebnis einer aus meiner Sicht katastrophalen Wirtschaftspolitik ist, die nicht auf Investitionen gesetzt hat, sondern auf Sparzwang, hat natürlich dazu geführt, dass die Kommunen letztendlich kaum noch andere Chancen gesehen haben. Das rächt sich heute. Wir haben in Berlin zwei große Wohnungsunternehmen verloren und in jedem dritten Satz des Senators für Stadtentwicklung kommt heute vor, dass das ein Fehler war 2004, aber Berlin stand kurz vor dem Ruin, das muss man klar sagen. Und heute beweinen wir das. Es geht ja darum, eine langfristig sinnvolle Wohnungspolitik zu machen. Und die setzt voraus, dass wir auch eine Wirtschaftspolitik haben, die anerkennt, dass die Investitionen in diesen Städten auch unterstützt werden müssen durch den Bund. Andere Chancen sehe ich nicht. Frau Genturer, ich hatte ja vorhin so ein bisschen flapsig gefragt, ob die mittelständischen Immobilienwirtschaftler, ob die zugeschlagen haben, als eben sehr viele Wohnungen von Seiten der Städte und Kommunen zum Verkauf standen. Haben Sie gesagt, nein. Wie hätten Sie sich denn aus Sicht der mittelständischen Immobilienwirtschaft die Situation oder den Verkauf gewünscht? Oder warum konnten Sie da nicht mithalten? Also, wenn ich mich recht entsinne, handelte es sich vor allen Dingen auch um stark vernachlässigte Bestände, wo also hohe Investitionen nötig gewesen wären und gleichzeitig dennoch hohe Kaufpreise angesetzt wurden, um die Haushalte um die Stadt zu finanzieren, auszugleichen. Und das sind Geschäfte, die zu mittelständischen Unternehmen, die in der Region verankert sind, wenig passen. Weil man dann im Nachhinein überlegen muss, wie sich diese Investition rechnen kann. Und das Ergebnis sehen wir ja, wenn wir über das Stichwort Heuschrecken erwähnen, dass diese Bestände übernommen wurden zum hohen Preis, aber gar nicht investiert wurde. Und was man damals anders hätte machen können, wäre vielleicht gewesen, Kooperationen mit regional verankerten Unternehmen zu suchen, die vielleicht in kleineren Paketen Bestände übernehmen, wo die Preise auch gemessen sind an dem Instandhaltungsbedarf, dass man da einfach Kooperationen sucht. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und man muss gucken, mit welchen Instrumenten man die Wohnungsnot, die Wohnungsknappheit, die teilweise überteuerten Mietverhältnisse, wie man das in den Griff bekommt. Wie lange wird die Mietpreisregulierung gelten und ist die Mietpreisbremse das einzige Instrument? Ich denke an so Stichworte, die gefallen sind, wie zum Beispiel Kappungsgrenzen, sollten Staffelmieten. Herr Neitzel, vielleicht kurz aus Sicht der Wissenschaft eine kurze Erklärung und Ausführung noch einmal.
Ja gut, zunächst sieht das Gesetz ja vor, dass Gebiete, in denen die Mietpreisbremse gelten soll, innerhalb von 5 Jahren ausgewiesen werden. Ich habe das genaue Datum 20. 2020 jetzt nicht im Kopf, genau, vielen Dank, Herr Wild. Und dann darf die Mietpreisbremse zunächst für 5 Jahre gelten. Und es ist ja auch vorgesehen, dass evaluiert werden soll, inwieweit die Mietpreisbremse so wirkt, wie es der Gesetzgeber vorsieht und wie man es sich auch erhofft. Wobei man natürlich einmal schauen muss, heute gab es ja aktuell auch einen Zeitungsartikel in der FAZ oder in der Tagespresse über die Wirkung möglicherweise, dass also ja ein großer Anbieter, eine Angebotsplattform berichtet, dass die Mieten in Berlin nicht mehr so stark gestiegen sind. Deswegen meine Einschätzung ist tatsächlich auch, dass durch die Mietpreisbremse die Mieten durchaus gedeckelt bleiben. Und dann wird man halt sehen, wie sich dieses Instrument bewährt hat. Letztlich hatten sich ja einige dafür am Anfang ausgesprochen, dass auch die Befristung oder das Gesetz in diesem Moment, wenn dann die 5 Jahre um sind, quasi aufgehoben wird. Das ist jetzt nicht so. Von daher gesehen müssen wir auch zwei Dinge betrachten, nämlich die Effekte, die mit der Mietpreisbremse vorhanden sind, werden in den ersten 5 Jahren vielleicht gar nicht so dramatisch sein. Aber wenn sie langfristig wirken sollte, das muss man unterscheiden, müsste man halt genauer darüber diskutieren, welche Effekte das auf dem Wohnungsmarkt hat. Aber ganz konkret der Effekt, wer heute eine Wohnung sucht, wird in Berlin, Hamburg oder in Köln und in diesen Städten unter Umständen nicht diese horrende Mieterhöhung haben, die noch vor 2 Monaten möglich gewesen wäre.